I sincerely hope that we'll have a progressive dialogue in Katowice, showing that everyone wants and are committed to really move decisively in the right direction. And this is necessary, again, coming back to the fact that we have to bend the global curve of emissions within 2 years, and we have to cut emissions by half within the next 10 years. Was passieren könnte, ist, dass sich eben auch eine Gruppe von willigen Ländern trifft und Allianzen bildet, zum Beispiel zum Kohleausstieg oder auch zur Einführung von CO2-Preisen. Ich glaube, darauf muss man jetzt hoffen. Wir wären nicht gut beraten, uns jetzt nur darauf zu konzentrieren, was die dort in den konkreten Verhandlungen machen, sondern es gibt da drumherum eine ganze Menge von Aktivitäten, und darauf setze ich ein bisschen meine Hoffnung. Es ist nicht so, dass also jetzt auch in den Vereinigten Staaten einfach die Klimaskeptiker sich durchsetzen. Trump hat bislang einen großen Schaden angerichtet, aber es ist eben doch so, dass jetzt auch Gegenkräfte mobilisiert werden.